Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Wie soll es auch anders sein? Bei einem Raid, Jager Raid, hatte ich es am Start. Wir wollen heute dieses Video drehen. Ich habe euch davon schon berichtet. Die Produkte sind heute angekommen, direkt aus Tschechien. Deswegen hat es so lange gedauert. Also heute so eine Art Behind the Scenes, wie wir das Video drehen. Das Video seht ihr aber dann irgendwann im Verlauf der Woche, wenn das abgesegnet wurde. Wenn wir alles richtig machen und der Auftraggeber zufrieden ist. Ferhat hat hier eine krasse Armee am Start. Endlich auf Max gepusht. So. Die Kamera lockt Aufmerksamkeit auf sich. Der Wind ist heftig, aber das ist kein Problem, denn ich habe den Windschutz auf. So, schauen wir mal. Nicht vergessen, 2000 Arena-Punkte. Oh mein Gott. Alter. Was heißt schon 100 von denen? Hab noch nichts über 91. Echt jetzt? Das ist mein Bestes. Gestern gefangen. Der Drakometeor ist so schlimm, Mann. So abnormal, Drakometeor. Oh mein Gott, es hat funktioniert. So, schauen wir mal. Und? Wetterboost, aber richtig schlecht. So, nächster Raid. Wir machen ein paar Raids und dann schauen wir mal. Während wir die Raids drehen, während wir die Raids machen, überlegen wir noch, was wir drehen. Genau. Ich habe mir immer noch nichts Genaues überlegt. Ja, und ich zeige euch mal, was wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das jetzt hier zeige, irgendwie Werbung einblenden muss. Weil die Werbung kommt ja eigentlich noch. Unter anderem sowas hier. Das ist das neue Kartenspiel. Dazu drehen wir gleich ein Video. Oder versuchen wir es. Wie gesagt, noch habe ich keine Ahnung, was genau. Aber ich habe mir überlegt, ein paar alte Kollegen im alten Kartenshop zu besuchen. Das werden wir, glaube ich, machen. Und ja, das Video startet mit einem Raid dementsprechend. Dementsprechend muss ich jetzt dann irgendwann noch bei einem Raid anfangen zu drehen für das Werbevideo. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal. So, geht der mal langsam down hier. Komm. Mann, ich wollte gerade sagen, mach nicht nochmal deinen Donner. Geh einfach down. Genau, geh einfach down. Und? Der Wind ist hart, meine Frisur hält nicht und jetzt habe ich nicht hingeschaut. Jetzt muss ich mich mit euch überraschen. Oh, ich habe wieder Sternstück vergessen. Digga! Komm, gib ihn mir. Tot! Weil der Teambonus bringt eigentlich nur ein oder zwei Bälle Unterschied und beste Freunde halt vier. Ja, das ist auch Video bei dir halt. Man weiß nie. Von außen bin ich verwurscht. Man weiß nie. Ich erinnere euch. Voll 16 bleiben, weißt du? Nee. Also die vier machen schon einen Unterschied. Irgendwann bleibt das schon drin. Ja, irgendwann mal, aber kann auch bei 100 Bällen wahrscheinlich auch. Die vier Bälle Unterschied haben mir einmal einen 100 Bälle ermöglicht. Bei welchem? Bei vier. Drittletzter Ball. Grüße gehen raus an Mugat, der beste Freund, der mit dabei war. Sonst wäre der weg gewesen. Wie findest du... Warte, komm mal ganz. Hier, so. Hast du dir das schon angeschaut? Wie findest du, deine Meinung zu dem? Ich hab's mir angeschaut, die Videos zwar nicht und so, hab mir ein bisschen was durchgelesen. Ja, die Infos geschickt, wisst ihr. Genau. Ich find's auf jeden Fall interessant, ja. Interessant schon, aber keine Ahnung, ob... Aber schon gut, dass sie uns ausgewählt haben, oder? Ja, das als ehemalige Yu-Gi-Oh! Pros. Ja. Kartenspiele sind eh unser Ding. Ja. Und ich bin sehr gespannt, weil ich finde, die Kombination Karten mit, das habe ich auch gesagt. Mit der App, ja, ist mal was Neues. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das interagiert. Ja. Bin ich echt gespannt. Ja. Was ist jetzt hier drin? Das ist ein. Was ist das? Ein das weiß ich auch noch nicht. Das sehen wir dann. Im Video. Achso.
Ahnung. Bin ja mal gespannt. So. Wir nehmen mal schnell noch einen Alola Knocker mit für die Arena-Punkte. Also ich, die anderen, keine Ahnung. Da vorne dann noch ein Doppel-Raid und da hinten noch ein Raid und dann gehen wir drehen mit den anderen Jungs im alten Kartenladen. Kann da natürlich auch noch Shiny sein. Sehr unterschätzt, sehr vergessen. Alola Knocker Shiny. Wir schauen mal. Vielleicht hat ja einer von uns Glück. Das Shiny geht dann auf meine Kappe. Ah ja, und 100er kann man immer noch gebrauchen, natürlich. Ich habe nur einen 96er. So, einmal den Hagel zur Seite. Ich glaube nicht Shiny. Ich bin mir nicht sicher, wie der aussieht. Schauen wir mal, ob der. Ah, okay. Das ist windig geworden. Mal schauen, ob er den Boost noch bekommt. Was ist ein 100er? 23,7. Was? 23,7. 23,7? Ja. 23? Ja. Ich glaube, das ist echt ein hohen Mann. 22,97. Ich dachte, das wäre schon echt krass, Mann. 90er Schlechter, oder ein guter 96er. Nicht schlecht. So, schauen wir mal. Tati hat entweder einen 96er. Oder den schlechten 98er. Hat die einen gefangen? KP, Angriff auf 15. Müsste der 1,96er sein. Dritter Wert, wahrscheinlich 13 dann. Wahrscheinlich. Benutzen wir mal eine App, die wir nicht vielleicht nicht benutzen dürfen. Ja. Aber wenn der Jentik uns nicht hilft dabei, ja, dann müssen wir einfach. Ne? Ja. Der 96er. Nice. Die Leiden eines YouTubers. Wir haben gerade eine Szene gedreht, aber die Kamera war nicht an. Passiert, Windschutz ist drauf. Ich sehe nicht, ob die Kamera an ist oder nicht.
dachte, sie läuft. Hab's draufgestellt, ein paar Sachen gefilmt. Wir haben ein bisschen geschauspielert, aber ja, das kann man jetzt nicht verwenden. Also, beziehungsweise ist nichts da zu verwenden, aber zum Glück hat Tati eine neue Idee. Schauen wir mal, wie wir das machen. Oh Mann. Auf jeden Fall geht's jetzt zum Funtainment. Ja, und dann drehen wir. So, fertig geratet, gerade von den Kollegen verabschiedet. Dachten wir uns, schauen wir mal im Funtainment, dem Kartenladen vorbei. Ein paar alte Freunde besuchen und schauen, was so geht. Wir haben nämlich von einem neuen Kartenspiel gehört. Könnte interessant werden. Ja, Digga, Ehrengäste. Was geht, Hong? Alles klar. Dings hat schon erzählt, dass du kommst, aber... Ja, normal. Digga, Kamera in so einen Pelz eingewickelt. Das wird schon so, Alter. Das ist für den Wind. Du drückst Yu-Gi-Oh, oder? Ja, natürlich, Alter. Wir haben gehört, es gibt Kirsten so als Kartenspiel. Was willst du hier? Wir haben gehört, es gibt ein neues Kartenspiel, Mann. Neues Kartenspiel? Mhm. Oh, ich weiß das noch nicht. Digga, du musst mitspielen für die Kamera. Einfach tot, einfach schlecht. Einfach schlecht. Er hat sich mal gecheckt, Mann. Er hat sich mal gecheckt. Oh mein Gott. Also, komm, bring gleich zwei neue Gäste. Echt krass. Welcome back to Yu-Gi-Oh! David is back! Ja, und dann kennst du einfach. Tati ist echt fasziniert davon. Er zeigt gerade das neue Spiel mit den anderen. Ich hab jetzt hier zum Beispiel den Namen voll eingescannt. Ja? Das ist der Mammut. Genau, die will ich jetzt aus. Schau. Oh shit. Kein Kommentar. Hier. Guter Preis. Kein Kommentar. Hier. Kein Kommentar. Kein Preis. Warte. Der Batzer. Oh, so. Komm mal. Ja, ja. Wir reden noch. Neuer Channel. Strapman is coming back. Hong war richtig cool. Ja. Wir müssen noch ein Match machen. Ja, Mann. Fordere dich später heraus. Schauen wir mal. Ciao, Mann. Okay. Ciao. Ab nach Hause. Ja, das war's von dem Tag. War lustig. Kleine Tour. Paar Raids mitgenommen. Ja, und die Arena-Punkte, das ist das Wichtige. Tati hat sich einen 96er gegönnt, Glückwunsch. Ja, die alten Jungs getroffen, oder ein paar von den alten Jungs. Das Video gedreht, dazu mehr dazu demnächst. Ansonsten war es auch schon wieder. Chilliger, lustiger Samstag. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und euch noch viel Erfolg heute, also Sonntag, falls ihr das seht, falls ihr nochmal unterwegs seid. Ich bin auf jeden Fall nochmal unterwegs, noch weiter raiden, noch mehr Arena-Punkte sammeln. Und hoffentlich auch endlich mal einen guten Dialga. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und Yu-Gi-Oh!